Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anno 1800. Letzte Folge haben wir die Expedition vorbereitet. Die starten wir jetzt einfach mal. Und schauen mal, wo es uns hinbringt. Tschüss. So. Ich glaube, wir können hier noch massiv Häuser ausbauen. So langsam wird das hier. Ja, immer mal darauf achten, dass es nicht zu viele werden. Sollte aber noch gehen. So, passt. Und jetzt kann ich nämlich hier vorne. Der kann noch nicht, weil die Schule ist zu weit weg. Wie viele haben wir denn jetzt? 1477. Das müsste aber noch steigen. Diesen Sonntag stelle ich die Frage aller Fragen. Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, das nächste Schiff ist da. Kommt auch jemand drauf. Hier fehlt Eisen. Der letzte Schliff und tada! Für die Nähmaschine. Oh oh. Schiff unter Beschuss. Nochmal drüber schauen? Diese Zufriedenheit. Sie haben uns etwas vor. Kann raus. So. Ich verneige mich in Demut. Ich wusste nicht, dass es so gut um ihr Reich bestellt ist. Die Feierlichkeiten sind beendet. Das ist aber auch eine schmutzige Ecke. Die ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, ist klar, wenn Feierlichkeiten beendet werden. So, lass mich raten. Ich kann jetzt die Universität bauen. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Was fehlt mir denn da? Oh. Glas und Eisen. Gucken wir mal kurz. Ich bin bereit. Nein, wir haben noch eine in Gange. Die wollen wir erstmal durchlaufen lassen. So, wo wird denn mein Schiff angegriffen? Weiß auch keiner so genau. Irgendwo hier gibt es eine Aufgabe. Das ist auf der Karte so ein kleines schickes Sternchen. Nur noch nicht gefunden, wo.
Gute Frage, gibt's nicht. Huch. So, hier fehlt uns immer noch die Stahlträger. Fehlt immer noch die Kohle. Um das auch alles herstellen zu können. Und dann nur in einem Stahlwerk. Naja, auch das kriegen wir noch hin. Da ist die Aufgabe. Ein Opfer meiner eigenen Zufriedenheit. Ich fürchte, ich werde noch erhalten. Eine Fotografieaufgabe. Aus dieser quälenden Ratlosigkeit. Wovon soll ich ein Foto machen? Von der Schule machen wir. Möge es Sternenstaub auf sie hinabregnen. Das war ja einfach. Das war ja echt mal einfach. Dies ist der weite Ozean. Weit entfernt von allem, was mir vertraut ist. Die Kaiserin kaufen wird enttäuscht wir hier noch mal sein, dass ich Boden verloren habe. Ein paar Anteile. Kann man immer gut gebrauchen. Tja. Er ist hier noch fleißig im Produzieren. Ich steige empor im gleißenden Streitwagen der Götter. Die scheinen auch noch alles zu haben. Außer die Universität. Die kriegen die auch gleich. Neue Befehle? Ich meine, so viel fehlt uns da jetzt auch nicht zu. Wer selbst wachsen will, muss auch andere wachsen lassen. Eine Bauaufgabe? Manche Menschen fischen, andere wühlen nur das Wasser auf. Was haben wir hier? Das Leben ist kein Zuckerschlecken, hat Mom schon immer gesagt. Eine Lieferaufgabe, schauen wir uns mal an. Was du heraufbeschwörst. Segel und Schnaps. Da brauchen wir erstmal noch ein Schiff für. Schoner steht bereit. Aber das sollten wir ja eigentlich alles da haben. Segel 83, Schnaps mehr als genug. Das ist gut.
So, wir haben 11. Wir brauchen aber immer noch 40. Kaufen, wenn weniger als 40. Mal gucken, ob wir jetzt was bekommen. Damit es ein bisschen schneller geht hier. Ich meine, das Geld haben wir ja. Da scheitert es nicht dran. Fenstern scheitert es auch nicht mehr. Die haben wir jetzt auch vollständig. Wie sieht das hier aus? Beide auf 100%. Sehr schön. 100, 100, 100. Das läuft doch alles super hier. Hervorragend. So mag ich das. Könnte das da bitte meine neue Glücksinsel werden? Mach doch. Du bist aber großzügig. Na gut, nehme ich die Insel halt. Ja, mach doch. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So, das Schiff ist gleich fertig. Ja, außerdem seine Inseln werden noch eh wieder weggebombt. Einsatzbereit. Auf einer Route gibt es ein Problem. Ah. Schiff vom Stapel gelaufen. Ruder übernehmen. Sehr schön. Ich brauche 21 Schnaps. Nein. 14 Schnaps. Und 21 Segel. Und dann muss ich damit hier hin. Steuermann! Adieu! So, kommt da noch mal einer, der uns was verkauft hier? Na, auf jeden Fall muss die Eisenproduktion noch ein bisschen nach oben. Problem ist ja auch der hier, nimmt jetzt immer was weg für die Nähmaschine. Normalerweise müsste ich hier jetzt noch eine zweite hinbauen. Ich brauche nur Eisen, jo. Alles erledigt. Oh ja. Ja, ja. Gut, das Chef haben wir auch. Beschuss. Wo? Wir haben keine Nachrichten. Schiff unter Beschuss. Bald klebt dein Blut an den Planken. Das denkst auch nur du. Zur Stelle. Das ist das Schiff, was bei ihm war.
mal neu gebaut ist. Ah, warte du mal ab. Jetzt werde ich wütend. Ich brauche Kanonen. Aus Kohle und Eisen, da mache ich die, daraus mache ich Kanonen. So. Ja, die Spanten brechen. Zieh dich warm an. Ein Schiff wurde zerstört. Du solltest dich nicht zu früh freuen, Madame. Dich mache ich noch fertig. Sag ja, ich spende dir auch das Briefpapier und eine Flasche Blubberwasser obendrauf. Mein Bauchwarenladen hat von jetzt an geöffnet. Sehr schön. Du hast das Potenzial und ich weiß es zu nutzen. Ich weiß das zu schätzen, Schätzchen. Dann brauche ich nochmal ein kleines Schiff. Ja, auf jeden Fall hat sich der Pirat jetzt mit dem Falschen angelegt. Jetzt gibt's Krieg. Na, schauen wir uns ja mal in der nächsten oder in einer der nächsten Folgen an. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.